Aha. Oh, diese Wege sind unglaublich ineffizient. Genau. Und ja, ich muss jetzt heilen gehen. Das ist so ein psychologischer Effekt. Kannst dir vorstellen, warum ich nach diesem Blog aufgehört habe. Also mich persönlich stört das nicht groß, aber ich glaube, so zum Zusehen ist das ganz, ganz doof. Ich weiß. Das, da kann ich mich gerade voll mit identifizieren. Ja, ja. Eben. Wie kriege ich dieses Fenster da weg? Sorry, aber das. Meh. Fa'ati. Oh mein Gott, ich habe ein Fenster gefunden, was sich tatsächlich davor öffnet. Ich meine, das ändert zwar nichts, aber das finde ich jetzt sehr interessant. Oh Mann. Was? Kannst du lesen? Ho, 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 ich bin auch der Weihnachtsmann. Das hatten wir nämlich schon mal irgendwann. Ich glaube schon, ja. Willst du etwa behaupten, du könntest mich einfach besiegen und weitergehen? Ja. Oh, na dann, okay. So, also das werden wir ja gleich sehen. Ja. Sprachfehler to the max. Seil. Ja. Der hat einen gewonnen. Random Titel, Kämpfe, Zeil, Mut. Nein. Nein. Warum? Ich meine, klar, das ist alles von vorne bis hinten und so, aber das ist abwechslungsreich irgendwie. Nicht? Wie du meinst. Von Genie zu Sailor Moon zu ich weiß nicht, was da nächst kommt. Bohemian Rhapsody oder sowas. Bei den Queen. Wärst ja. Du vielleicht mal das Eis von raus nimmst gegen die alten Pokémon und schaust, ob du Feuer da hast oder so. Wollte gerade sagen, ja. Ich glaube, dass wir gerade momentan kein Feuer-Pokémon dabei haben, oder? Geil! Dann. Kampf gegen Eis dürfte gut sein, aber das Eis gegen Kampf ist ja auch gut. Und Boto geht jetzt auch ein Flug-Pokémon. Nichts. Hau Capoeira rauskommen. Okay. Ich hab keinen Bock mehr, meinen Kopf darüber zu zerbrechen. Würde ich auch nicht tun. Oder Socke. Faul, Socke, meine Fresse hier. Der ist nicht irgendwie asozial hier. Ich hab noch nicht mal mit dir angefangen. Oh ja, komm nur her, ich hab Kühlschrank. Keine Ahnung. Ich hab Fernseher. Ich hab eine Brille. Die hab ich auch. Mit Wechselgläsern. Oh. Eine kaputte Schere neben mir liegen. Ich habe eine Gitarre neben mir stehen. Eine funktionierende Gitarre. Ich habe einen roten Kuli in meinen Drucker geklemmt und dabei an daran eine Sicherheitsplatte befestigt und dir eine leere Tablettenhülle liegt. Hängt. Eingeklemmt ist. Damit kannst du nicht mithalten. Vor mir steht ein Mischpult, das ich nicht verwende. Oh, so redundant. Das ist das falsche Wort, aber egal. Warum? Weil wegen USB-Headset. Warum machen wir das eigentlich? Warum tun wir das gerade? Ich weiß es nicht, so unterhaltungswert in diesem doch sehr packenden Kamm. Ich habe eine von diesen roten Standard-Tesafilm-Plastikrollen mit diesem blauen Abreißer. Da habe ich einen Stein durch das Loch gedrückt und ein USB-Kabel aus dem Rücken gewickelt. Okay. Dreifacher Kick sollte Boto wieder überleben, nö? Möglicherweise ist es ein Flug-Pokémon, es sollte. Das ist 45 oder so, denke ich. Ja, okay. Schauen wir einfach mal nach. Oh. Wissen wir es für sicher. For sure. Für sicher. Ah! Oh. For sure. Es überlebt das. Höchste.
Wow, das hier ist die schwach. Der schöne Boden. Oh, heißt das, ich habe jetzt gewonnen? Was denn? Mit sinnlosen Auflistungen des Schreibtischinhalts. Hast du nach dem Schreibtisch noch was gesagt? Was mir spult? Ich habe die Tesafilmrolle erwähnt. Ach so, diese Tesafilmrolle. Was finde ich denn noch? Ich habe die Ergebnisse einer Beschäftigtenbefragung der IG Metall. Boah. Ich habe rechts von mir ein Silvesterparty von vorletztem Jahr und links von mir ein von letztem Jahr stehen. Boah. Und ich habe alles dazu kommen. Ich habe rechts neben mir ein Regal mit 138 Büchern stehen. Ich habe rechts von mir ein Bett stehen. Das habe ich links vorne von mir. Jetzt kommt. Ich habe ein Bildschirm vor meinem Gesicht. In dezenter Entfernung. Der ist eher so rechts vorne. Oh, das wird aber... Falls wir irgendwelche Zuschauer haben, die das interessiert, könnten die mal bitte unsere Schreibtische malen? Das fände ich voll interessant. Nein, ehrlich jetzt. Finde ich voll interessant. Ja, sicher. Vor allem, weil ich einfach sehen will, wie jemand diesen Tesafilmrolle zeichnet und den Stift beim Drucker mit der Tablettendose und was auch immer. Ja. Du sagst, Info links hinter meinem Bildschirm steht ein Telefon. Das funktioniert sogar. Mein Drucker funktioniert das Telefon, aber ich hab's nie, aber ich verwende es nie, weil ich ein Telefon hinter mir stehen habe. Die Frage ist jetzt, kann ich aus Flug raus Pokémon fangen? Ja. Okay. Ist auch witzig, du kannst auch Pokémon fangen, die in Schauflerstatus sind. Und wenn sie sich befreien, sind sie einfach immer noch unter der Erde. Puh, toll. Ja, ich hab's gesehen, das ist gerade extra für mich gelandet. Voll toll. Ja. Boah. Wie die Kamera gleich herziehen musste. So, und hoch ist ja oben. Zu hohes Evade. Habe ich hier irgendwas, was den noch schwächt? Nö. Einschläfern kann ich nicht, weil wegen Munterkeit. Hacks. Einfach weiter Bälle werfen. Einen letzten Würfel verschwende ich dann auch noch. Danach habe ich keinen Bock mehr. Übrigens, warum machen wir so einen... Mein Schreibtisch ist besser als deiner Vergleich gerade. Weiß ich nicht, du hast angefangen. Ich weiß, weil es eine gute Zeit im Rücken war. Ich habe übrigens noch alte, recht coole Boxen hier stehen, die ich nie verwende, weil ich grundsätzlich nur Kopfhörer höre. Ja, die habe ich auch noch da stehen. Die verwende ich eigentlich nur für Aufnahmen über Stereomix. Die Bassbox, dieses... Subwoofer? Nein, nein, das ist der Subwoofer. Ist es praktisch, aber es ist, ist halt nur so ein kleiner Kasten. Nichts Tolles von dem Teil. Fungiert als Ständer für meinen Bildschirm, weil mein Schreibtisch nicht tief genug ist von der Länge her und deswegen mein Schreibtisch vor einem kleineren Tisch steht, der aber zu tief wäre, weshalb ich das als Ständer verwende. Ich gebe dir dann auch noch nicht. So, jetzt reicht's mir. Wenn du es sehen würdest, würdest du es verstehen. Aber das Blöde ist nur, wenn ich das so erkläre, ne? Deswegen will ich unbedingt, dass es jemand zeichnet. Jetzt kann man ja weg. Mischung kommt nicht. Ja, läuft doch. Oh. Mann, das einfach mal geht. Ich hab keinen Bock mehr auf Fotogen. Das ist jetzt weg. Einfach einen Hyperball nehmen können. So viel sind wir dann auch wieder nicht wert.
ganz ehrlich. Wie waren hier vorbei? 1200? 1600, glaube ich. Und war das bei den Tränken so, ja. Trank 200, Supertrank 700, Hypertrank 1200. Aber war es in den Bällen nicht ähnlich? Ja, hätten wir das nur nicht gekämpft. Ja, das hätte ich jetzt auch vorgelesen, war eigentlich meine, aber Du warst ja beschäftigt. So, noch mehr Magnetschwebebrett. Und vor allem noch mehr Sinnlosigkeit. Das ist übrigens ein unglaublich hübsches Tor. Für Kolosseum-Verhältnisse. Ja. Und übrigens, glaube ich, müssen diese vier Pokébälle irgendwie leuchten. Dachte ich mir auch. Ich dachte nur, es kommt uns die Nachricht. Sind diese pneumatischen Kolben wirklich nur aufgemalt? Es sind einfach platte Kolben. Ein leerer Raum. Lass mich raten, hier sind wieder zwei Leute drin. Doch nein. Nicht? Das ist jetzt der vierte gut. Endboss. Erstmal heilen gehen. Pass forward! Wenn nicht, kann das trotzdem nicht lohnen. Wenn ich dran denke, was ich nicht ganz hier kann. Ja. Aber ehrlich, wer baut denn so ein Mist? Das ist mir doch schon geklärt. Und vor allem, erstens, was macht das Flackerding da? Was sagt man, flackert also? Was das ist, Das ist doch mein Soundmixer. Warum ist mein Soundmixer? Phaser. Gleich wird Professor mich anzeigen. Warum ist immer noch dieses... Scheiße, Avira, kennst du da? Alter. Weil du die Avira nicht gekauft hast. Du bist gerade verzweifelt. Ja, aber es geht sonst auch noch. Team Dio hat irgendwie voll meine Avira kaputt gemacht. Natürlich ist Team Dios schuld. Frisch und munter. Und wieder den ganzen Weg zurück. Den Klima auslächeln mich deswegen verlaufen, ehrlich, wahrscheinlich. Ja. Aber im Hintergrund hast du also mich Musik angemacht, damit ich nicht komplett gegen einen Stuhlbildschirm laufe. Ja. Ja, das fand ich einfach eigentlich eine ziemlich schlaue Idee. Oh. Was ist, du wärst bei Kulpan? Ich glaube, ich fahre mit Kulpan ab, falls es mir noch darauf ausgelegt ist, wenn er sich nicht Avira geändert hat. Ich werde dich nur darauf hinweisen. Okay, du wirst jetzt zu Kulpan gehen, Punkt. Das haben wir geklärt, aber ich werde dich darauf hin. Nö. Du wirst mich darauf hinweisen? Dann sag ich doch nicht. Dann sag ich doch nicht, wenn ich hingehe. Dass du schon letztes Mal gegen Kulpa mit mir und Dodo gewonnen hast. Das war aber bei wegen Raiko und so, wollte ich ja haben. Hast du Raiko denn? Nee. Ja, also. Also einkaufen gehen. Ach, die. Was? Ich kann dir doch nicht mal mit Sicherheit sagen, ob der das Raiko hat oder nicht. Muss er ja wohl. Wenn ich es nicht hab, muss er es ja haben. Sven, ich brauche eh neue Pokéwelle. Du bist gerade den ganzen Weg. Gott, das. Egal, wir haben Zeit, weil er ist vorgespult. Ja, aber nicht im echten Leben. Einfach Bescheid sagen, okay? Ich stell mich dann zurück. Zack, ändert sich die Musik. Das ist ja keine Verwirrung schon gehen, das ist doch etwas seltsam. Das steht immer noch frei darum, hat er etwas gesparkelt, ich weiß es nicht, ist noch relativ egal. Ist doch eh fast forward, warum redest du überhaupt so viel? Weil ich kann. Damit man dich noch schlechter versteht. Ja. Geil. Nicht wirklich. Unten hier vorbei kostet doch 1200. Okay. Hatte ich doch recht. Und noch irgendwas. Netzball ist Returnball. Nee, nichts Neues. Oh, ach, ein Superball ist 600. Nicht. Aber ein Supertrank ist 700. Bin ich mir ziemlich sicher. Apropos Trank. Lalala. Ich hab nur noch Tafelwasser. Hier unten Trank. Doch nicht dein Ernst. Ach. Ist es nicht mein Ernst? Du holst dir also wieder mehr. Dann ist es also nicht mein Ernst. Kann ich eigentlich vorwerfen, aber wenn du meinst, dann mach ich es nicht. Ich hab grad nur gefragt, ob du dir nochmal jetzt mit dem Tränkautomaten was holst. Ja, hatte ich vorgehabt ursprünglich. Aber da du schon so enthusiastisch warst, hab ich sein lassen. Ach, mir auch egal jetzt. Du spielst das ja. Ach Moment, hier ging es ja gar nicht lang.
Egal, mach ich doch die Queen jetzt. Dein Team solltest du ja etwa kennen, hab ich dir erzählt. Jo. Hi. Ach genau, ich darf jetzt wieder noch Schuhe machen. Ich will nicht. Ich habe dich schon erwartet, mein lieber Vego. In Pyritus warst du mir wirklich ganz schön den Kopf. Hast du mir den Kopf gewaschen, egal. Dieses lautstarke Einatmen nochmal, dieses. Aber leider werde ich es nicht zulassen, dass du meine Frisur schon wieder ruinierst. Heute muss ich dir eine kleine Lektion erteilen, Kleiner. Stimmt eigentlich, wir sind ein totaler Zwerg im Vergleich zu ihm. Wir sind selbst ohne Haare groß. Ob mit oder ohne Musik, jetzt wird gekämpft, mein Hübscher. Ich bin mir ziemlich sicher, denn seine Stimme hat sich über die Tage auch verändert. Ganz schön. Garantiert, ja. Er bewegt sich immer noch so männlich. Ist echt nicht böse gemeint oder so, aber... Hallo, was bist du? Sollte mich das irgendwie stören? Ich hab nicht mehr von dir geredet, ich hab von einem meiner Zuschauerschaft geredet. Ach so. Oh nein, das Double Black sieht so bedrohlich aus. Eissturm? Wenn ich es richtig im Kopf wäre, hab Wellen jetzt Psycho-Attacken wohl das Praktischste. Oder ist Psycho gegen Pflanze doch nicht sehr effektiv? Das ist so, wenn man bei anderen Entscheidungen treffen muss, macht man irgendwie viel mehr falsch. Wollte ich gleich so gesagt haben. Das ist mal logisch Eissturm gesehen. Ist Pflanze psychisch anzugreifen, das erhöht vielleicht die Wachstumsrate, aber ansonsten. Ich glaube schon, dass es effektiv sein dürfte. Egal, das hat damit jetzt nichts zu tun auch. Eissturm ist an sich eine gute Idee, aber erstens wird es aufgeklärt und zweitens ist Kapaloris Pflanze Wasser. Oh. Und das wäre unglaublich schön, wenn dann hier Platz schon irgendwie, keine Ahnung, Psy-Strahl, Psy-Fälle oder irgendeine andere Psy-Attacke außer Hypnose kennen würde. Hm. Ah. Hau rein. Einfach. Stimmt, ich will auf Kapaloris gehen. Geh auf Kapaloris. Okay. Mach Kapaloris zuerst fertig. Okay. Hypnotisieren. Das ist auch eine Möglichkeit. Blöd ist nur, dass die Trefferchance so schön gering ist. Egal, die Initiative wird gesenkt. Das reicht ja. Glück gehabt. Es tanzt einfach im Schlaf weiter. Hat der einen guten Nährmeister? Gut, dann ist erstmal Rakilo durch, Balken. Oder? Kaputtschlag. Okay. Das ist gut. Übrigens weiß ich echt nicht mehr, was die Queen ist in diesem momentanen Setup noch für Pokémon aufweist. Okay. Ah, stimmt. Aber was ganz was Neues. Tanzt tief und fest. Er hat leider ein viel zu ausgewogenes falsche Wort, aber ein Team, was schwer und doch mit einem klar zu kontern ist. Praktisch wäre Elektro. Wenn ich nur was Schönes da habe, habe ich nicht. Theoretisch würde ich einfach Montag reinschicken, weil es stark ist, aber wenn ich richtig im Kopf hatte, hat Kapaloris auch mega Gigasäure und was nicht alles. Ist egal, das schläft er momentan. Ach, einer, das wäre unten vielleicht.
Aquarell, aber weil, nö? Nicht. Okay. Aquarell ist ein Gegner. So, und Wasser genau. Auf Wasser ist grundsätzlich dumm. Naja. Also Flügelschlag. Oder Bodycheck. Oder Bodycheck dürfte in dem Fall sogar stärker sein. So, die paar KP kannst du wahrscheinlich überleben. Wahrscheinlich. Weil ich irgendwie der Meinung bin, dass... Ach, geil. Aber wenigstens ist die Crit-Haare höher. Crit-Haare, ja. Ja, da gibt es einen normalen Pokémon. Ja, Rax. Naja. Wow. Das macht so viel Schaden. Ja, dann Flügelschlag. Und Egelsamen, Regentanz. Gut, das soll mich jetzt nicht weiter stören.